wunderschönen guten Morgen. Heute am 27. Montag. Ich bin in Dortmund. Ich muss zur Messe. Ich muss mich gerade erstmal zurechtfinden, weil ich weiß nicht genau, wohin ich muss. Deswegen, boah, die Bäume hier. Muss ich mich gerade mal irgendwo hinstellen und nach Adam Riese muss ich hier rein. Ich muss mal gerade anrufen. Strobelallee 45 habe ich draufstehen. Ich habe hier eine Telefonnummer von Messegelände. Ich muss da jetzt mal anrufen und zwar... Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dirk von der Firma Expotrans aus Kerpen. Ich bin in Dortmund auf der Messe gegenüber vom BVB-Stadion. Mega. Ich habe hier die Einfahrt. Ich habe jetzt gerade mit den Leuten von Kühne telefoniert. Das ist eigentlich die richtige Einfahrt, wo ich hier rein soll, mit der Doppelschranke. Das heißt, hier ist die Schranke, also Einfahrt plus Ausfahrt. Hier muss ich normalerweise rein, aber das ist nicht besetzt. Der hat sich jetzt meine Telefonnummer aufgeschrieben und ruft mich sofort zurück gleich, wenn er was geklärt hat. Weil, das, wie gesagt, die Einfahrt ist, wo ich rein muss. Ich muss nach Halle 4. Das ist ein vorgezogener Aufbau. Das heißt, hier ist überhaupt nichts los. Hier ist kein LKW, hier ist kein Verkehr. Also ich komme eigentlich direkt dran. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Aber wir müssen noch ein paar Minuten warten, bevor das losgeht. Also ich soll jetzt mal hier die Einfahrt reinfahren, ist mir gesagt worden am Telefon. Und dann soll ich mit dem Pförtner sprechen, wo ich jetzt rein soll. Die Schranke hier ist zu. Ja, ganz komisch, weil ich da eigentlich rein soll. Dann muss ich mal mit dem Pförtner sprechen. Ich könnte normal vielleicht auch hier links, aber ich weiß nicht, ob das alles vom Platz her so gut ist. Obwohl, da sind schon jede Menge LKW-Spuren, da sind schon einige durchgefahren. Ja, das ist immer, wenn du... irgendwo zum ersten Mal in Vers, also Messe Dortmund, hier war ich auch noch nicht. Aber ist alles kein Problem. Zum Glück ist hier heute überhaupt nichts los. Das sieht gut aus. Ich fahre jetzt hier links und da vorne wieder rechts und dann ist die Halle direkt irgendwo auf der linken Seite, glaube ich, sagt er. Ach, das geht doch. Ja, das sieht doch gut aus. Morgen! Gut, mein Schnee. Jawohl! Da geht mein. Hier ist der Dirk, guten Morgen. So, das nimmt jetzt alles ein bisschen Zeit in Anspruch, sagte der Staplerfahrer, weil der muss das alles über die Stände heben. Und ja, ist aber kein Problem. Die Leute, die normal um 8 Uhr hier sein sollten, die kommen erstmal nicht. Der eine, der normalerweise hier schon auf dem Weg ist, der steht auf der A46 irgendwo und hat einen Getriebeschaden. Das ist sehr schlecht. Der jetzt dafür kommt, der ist noch in Bonn. Das heißt, wir laden ab. Ich bestätige das auf dem Schein von wann bis wann und dann bin ich da raus. Die Leute stellen das direkt in die Halle. Und wenn wir fertig sind, fahren wir nach Hamm. Und dann machen wir uns eine schöne Tag. 8.44 Uhr. Wo ist mein Schein? Ich bin fertig hier. Die Leute sind immer noch nicht da, aber wir haben gut abgeladen. Von daher alles kein Problem. Ich schreibe jetzt hier gerade meine Zeiten auf den Schein. Ich muss irgendwo drehen hier, weil die Ausfahrt da hinten ist. Ja, machen wir. So, 8 Uhr bis 8.40 Uhr, sagen wir. 8 Uhr bis 8.40 Uhr. Also die Ausfahrt ist quasi da, wo ich reingekommen bin. Ich komme da oben nicht rum, ich muss da quasi drehen. Dann hauen wir rein, Dirk. So, wir sind jetzt bei der Firma Goldbeck in Hamm. Und ich habe da letztens schon mal gefragt, ob ich filmen darf. Aber der hat gesagt, besser nicht. Und von daher mache ich hier gerade das eine Gestell weg. Ja, ich mache das weg, Dirk. Ich lade das ab und dann sehen wir uns danach wieder. Normalerweise, das ist ungewöhnlich für mich, hier nur ein Gestell hinzufahren. Die kriegen normalerweise immer einen ganzen Batzen. So wie ich das bis jetzt weiß, nehme ich von hier keine leeren mit, auch wenn die welche haben, weil ich glaube, ich habe eine Rückladung, aber nicht von hier. Das hören wir aber gleich. Ich rufe erstmal an. Ich mache erstmal leer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo Dirk. Hallo Kai, na, wie geht es dir denn so? Es geht so. Warum? Ich war schon noch mal Blödchen, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe Süßigkeiten für euch. Schon wieder? Ja, voller Pulle. Ja,
anderen, die haben wir ja schon weggefressen. Ja, was machen wir jetzt? Schön Weber fahren, Junge. Na, du wirst wahrscheinlich die ganze Woche Weber fahren. Aber. Ja, ist doch gut. Sag mir mal welchen. Weil das ist wahrscheinlich. Ja. Soll ich da schon mal in die Richtung fahren? Wenn was ist, kannst du mich ja kontaktieren. Hast du einen Kaffee noch? Ja, aber ich kann, ich habe hier Halteverbot, ich muss weiterfahren. Ja, weiß ich auch nicht, ja, dann kommst du langsam runter. Ja, ich komme mal langsam runter. Ja, okay, ciao. Also hier ist eine lange Ausfahrt und ich darf normalerweise nicht hier halten. Habe ich aber jetzt gemacht, weil drinnen ist auch alles voll mit LKWs. Wenn ich da irgendwie mal ganz kurz stehe oder so, dann stehe ich schon im Weg. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, mal ganz kurz hier. Ah, er wartet. Ah, das war nett. Ja, auch eine MAN. Sieht gut aus, das Ding. So, normalerweise hat er mir was anderes gesagt, aber das hat sich dann wohl jetzt erledigt. Ich fahre jetzt mal runter, also Richtung heimwärts erstmal, und dann wird er mich wahrscheinlich von da aus gleich irgendwo dirigieren. Gehe ich mal von aus. Das hier, das ging jetzt sehr schnell. Ich habe jetzt ein Gestell abgeladen. Das machen wir. Also, wenn du hier hinkommst mit einem Kranwagen oder mit einem Gabelstapler, dann musst du dich selbst entladen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Lassen die sich das bezahlen oder was? Weil da steht ein Kranwagen in der Halle. Das wäre natürlich, die haben super geile Stapler mit langen Gabeln und das wäre natürlich gar kein Akt, den Wagen abzuladen. Aber die machen es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mein Gestell mit dem Stapler abgeladen und in der Halle, da lädt jemand mit dem Kran ab. Naja, dann ist das hier wohl wahrscheinlich so. Ich werde jetzt mal gerade die Autobahn wechseln. Ich war schon wieder auf dem Weg Richtung Dortmund, aber mein Disponent hat angerufen, wie lange ich nach Hannover brauche. Der braucht da ein Auto unbedingt, und zwar an der Messe, für nach Karst. Und das übernehme ich jetzt. Warum nicht, ne? Dann laden wir da bis 15 Uhr oder um 15 Uhr, irgendwie sowas. 15 Uhr laden. Ist doch wunderbar. Von der Zeit her passt hat. Muss ich gleich zwischendurch nur noch eine halbe Stunde Pause machen. Machen wir uns ein schönes Käffchen, aber erstmal fahren wir ein bisschen nach Hannover, machen wir mal ein paar Meter. Wer weiß, was kommt. Frei? Frei. Was ein Wetter. Ich hoffe, das ist heute Abend nicht zu warm oder heute Nachmittag. Dass man hier vernünftig pennen kann. Wir haben 13.10 Uhr, ich bin jetzt an der Messe in Hannover. West 1 soll ich reinfahren, sagte mein Kollege, der Guido. Und das müsste jetzt gleich an der Shell-Tankstelle kommen, da muss ich links rein und dann komme ich auch da zur Halle 3. Einfahrt hier. Hier, ist das hier? Vor, ja, müsste ja, ne? So, hier müsste ich jetzt nochmal zur Halle 3 kommen. Wir schauen mal. Gerade durchfahren, bis eine große Treppe kommt. Ach, da hinten die. Genau, da irgendwo muss auch mein Kollege stehen. Da fahren wir links und dann müssten die ganzen Hallen kommen. 7, 6, 5, 4, 3 hat er gesagt. Zur 3 muss ich ja. Das hört sich gut an. Wow, ist das ein Wetter. Mein lieber Mann. Bis zur Treppe hat er gesagt, also muss ich noch weiter, ne? So, ich bin auf der Messe Hannover, schon eine längere Zeit. Ich war gerade hinten in der Kantine, die ist ziemlich gut. Wie ich hier angekommen bin, sollte ich fahren zur Halle 3. So, aber da war ich ja ziemlich früh hier und die sagten mir, dass die vor 18 Uhr nicht fertig sind. Jetzt hat mein Disponent mich umgeleitet zur Halle 6, da steht auch ein Kollege. Und da kann ich früher laden, das ist wunderbar. Ich schätze mal, in einer halben Stunde oder so fangen die bei mir an. Ja, ein bisschen ist alles größer hier, aber ein bisschen Chaos ist dann hier schon, wo ich gerade stehe. Solange der mir nicht in das Auto fährt, ist alles gut. Und dann können wir hier auf dem Gelände schlafen. Das heißt, wenn das bei mir zu spät wird, fahren wir nach hinten auf den großen freien Platz. Und dann kann man hier die Nachtruhe starten. Dann geht es dann morgen früh weiter. Ich weiß noch nicht, 3, 4. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gucken, wie lange das heute geht. Aber erstmal habe ich noch ein bisschen Wartezeit, weil das hier noch ein bisschen dauert. Wie gesagt, die sind meine Kollegen noch am Laden. Dann würde ich sagen...
Wir haben 18.25 Uhr, ich stehe noch auf dem Messegelände in Hannover. Ich bin vor anderthalb Stunden fertig geworden mit Laden. Ich bin vor anderthalb Stunden fertig geworden mit Laden. Vor mir steht mein Kollege Guido. Ich mache mich jetzt bettfein hier. Ich habe mein Bettzeug oben hin getan, weil einfach so, ich wollte einfach mal gucken, wie ich oben penne. Und zwar geht's morgen früh dann nach Inden, wieder bei uns in den Kreis. Oh Mensch, hier ey. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen früh, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 28., ne? Ja. Und ich habe echt gut geschlafen auf der Messe, eigentlich. So, was klemme ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt hier? Erstmal das Headset upladen. Mein Kollege ist schon weg. Ich fahre jetzt hinterher. Hinter mir steht noch jemand. Ich weiß gar nicht, ob der auch für Inden geladen hat. Weiß ich jetzt nicht. Boah, ich habe mir erstmal einen schönen Kaffee gemacht. Zum Wachwerden, weißt du? Ich habe mich schön gewaschen. Ich bin frisch. Ich bin um 1 Uhr wach geworden. Da konnte ich erstmal nicht pennen. Da habe ich ein bisschen YouTube geguckt. YouTube. Und dann habe ich noch ein Zettel geschlafen. So. Was hält dann die Glock? Ich würde sagen, wir fahren mal eine kleine Runde. Machen wir so 4 Stunden oder was. Und dann machen wir mal ein schönes Päuschen. Wir haben 7.48 Uhr. Ich habe jetzt 4 Stunden 5 Fahrzeit weg. Ich bin in Düsseldorf-Holthausen. Hier ist ein Autohof. Da fahre ich jetzt raus, weil auf meiner Route die nächste Raststätte dauert noch ein kleines bisschen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich da mit 25 Minuten hinkomme. Ich fahre jetzt hier raus und gucke mal, ob ich da ein geiles Rührei bekomme. Da wird wieder ein richtig geiler Tag, ich schwöre dir. SVG, da hinten ist er. Parkticket gelöst. Jetzt nehmen wir uns ein paar Groschen mit und dann. Ich habe Hunger und Kaffeedurst habe ich. Wo ist mein Portemonnaie? Wo ist das Ding? Da. Frisch gestärkt geht's weiter. Wir haben jetzt 8.41 Uhr. Nach Adam Riese müsste mein Kollege jetzt noch da stehen. Der müsste noch am Abladen sein, eventuell. Ich denke schon. Wir fahren jetzt hier vorne links rein und dann sind wir schon da. Da waren wir auch schon mal zusammen. Und dann machen wir da leer. Habe ich schon einen Anruf? Nein. Und dann rufen wir danach mal an. Wir haben jetzt 4 Stunden 10 weg und fast 1 Stunde 10 sind 5:20. Gucken wir mal, was noch so alles anliegt heute. Mein Kollege ist hier am Abladen. Ich werde jetzt schon mal das Fahrzeug öffnen. Da will ich das nach hinten. Da hinten nicht alles machen, braucht gleich Wips. So. Wenn du Messe fährst, musst du auf Schrauben aufpassen. Das heißt, wenn du in der Halle irgendwo laden musst, um das Material da rauszuholen, wenn du in der Halle laden musst, um das Material rauszuholen. Wenn du in einer Halle fahren musst, musst du aufpassen, überall liegen Schrauben. Beim Abbauen sind die immer ziemlich schnell. Die drehen mit dem Schrauben, drehen die Schrauben raus und lassen die fallen. Dann hast du die im Reifen. Sollen wir uns gerade nach vorne fahren ein Stückchen, weil da ist ein Kollege, der gestern auch da geladen hat. Der möchte auch entladen. Ich glaube, der hat noch einen weiteren Weg wie wir. Von daher mache ich uns gerade Platz. Und dann rufen wir uns an. Haben wir alles. Was wir vergessen wollten. Das ist so heiß, ich könnte noch mal meine kurze Hose hier brauchen. Ja, einfach ich habe sie nicht dabei. Hier. Ja, was hast du denn? Schon fertig oder was? Ja, schon ist gut, ey. Fährst du mal nach Weilersfest? Ja. Melde dich für ET01. Ja. Für Fassbänder Bonn. Tschüss. Dann fahren wir uns nach Weilersfest. So, Dele, ich habe mir jetzt hier mein, ne? Geholt. Und wir fahren jetzt nach Bonn. Godesberger Straße fahren wir jetzt hin, laden ab. Aber ich muss jetzt gerade erstmal ein Telefonat führen. Und zwar ein guter Freund.
Und dann eiern wir jetzt mal. Ist das ein Wetter, Junge? Das ist ein bisschen nur pieken hier. Das ist richtig heiß irgendwie schon. Ja, ja, genau 30 Grad steht hier drauf. Ja, Hammer. So, ich bin fertig beim Baustoffhändler in Bonn und direkt neben meinem Baustoffhändler ist noch ein Baustoffhändler mit drei orangenen Buchstaben. Die Ausfahrt, die ich hier nutzen muss, die ist vollgestellt mit Paletten und diese Ausfahrt ist jetzt, sagte der Mitarbeiter von diesem Baustoffhändler, ein Privatweg. Die Leute, wo ich jetzt gerade abgeladen habe in Bonn, dann ist denen ihr Problem, wie ich hier rauskomme. Links rum kann ich nicht über den Pkw-Parkplatz, weil ich zu lang bin. Ich kann nicht einscheren direkt, auch wegen dem Stapler. Dann habe ich gefragt, wie lange ich denn hier stehen bleiben muss. Ja, das schauen wir dann mal. Das weiß er noch nicht. Es wäre nicht sein Problem. Ja. Keine Liebe mehr unter den Menschen. Quasi für heute. Ich war noch bei Weber und habe geladen für drei Stellen. Ich muss wohl morgen erstmal zu dem Spediteur nach Köln, also ein kleines Außenlager von Weber. Da muss ich noch zwei Sachen holen für zwei Kunden. Einmal 50 Kilo, einmal eine Tonne, irgendwie sowas. Und dann geht es morgen erstmal hier bei mir in der Nähe einer, dann in Holland einer und dann bei Aachen einer. Und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir haben hier ein bisschen Feierabendverkehr, ne? So wie das aussieht. Aber viele Grüße an jeden einzelnen von euch und einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Video.